Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Warframe hier auf dem Kanal. Ich grüße euch. Schön, dass ihr den Weg wieder hergefunden habt. Heute eine kurze Folge, denn ich habe was vor. Und zwar, ich habe was gesehen. Und wir gehen in den Clan rein. Und ich habe hier gesehen, bereit für Aufstiegszeremonie. Besucht dein Dojo. Und da werden wir mal kurz gucken. Wir sind hier ein paar Leute. Das ist die Zusammenfassung von uns. Ja. Und hier sind ein paar Leute ausgestellt worden. Statistiken ist klar, ne? Forschung läuft noch nichts. Aber wir betreten jetzt den Clan-Dojo und da will ich jetzt mal gucken, was uns dahin bringt. Das wird schon ziemlich spannend! Ziemlich spannend! Gucken wir mal erstmal ganz kurz. Alter Schwede, ich sehe es schon. Ist das dieser... Oh my goodness. Hier hat sich ja einiges getan. Teletransporter benutzen? Wähle das Ziel, Transporter 1. Mother of Epicness. Alter Schwede. Was ist... Alter Schwede, was ist denn hier alles passiert? Raumoptionen. Tempel der Ehre. Für die Zwerg Army. Okay, Nachricht ändern. Ja. Für die Zwergarmee. Okay, so. Was ist das? Nichts. Okay. Hier geht auch noch was. Ah, wie geil. Warte mal ganz kurz. Wenn wir jetzt hier weitergehen, ich erkunde jetzt erstmal hier die Ecke. Wo geht's hier lang? Aufzug rufen. Ach was. Ich muss mal ganz kurz die Map einblenden, hier unten rechts, weil damit ich ungefähr weiß, wo wir sind. Ach, das ist oberhalb. Nein. Das ist doch... Ah, jetzt weiß ich, wo wir sind. Okay. Hier sind wir im Bereich des Inneren. Hier kommen... Habe ich die Kreuzung gebaut und unten das T-Stück. Das haben die Jungs hier gemacht. Okay, in meiner Abwesenheit. Sammle Ressourcen. Okay, so ein Ressourcen-Hub. Können wir mal ganz kurz gucken, können wir uns da irgendwie noch beteiligen? Nö, 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 können wir leider nicht. Was fehlt hier? Ah, ein Former. Habe ich leider keinen. Sonst würde ich mich da jetzt auch noch ran beteiligen. Ich wollte euch jetzt mal unser Clan-Dojo eben zeigen, weil sich hier auch wirklich im Laufe der letzten Zeit so viel getan hat. Und dann wollte ich einfach mal mit euch reingucken. Hier ist der Eingangsbereich, das kennen wir. Kam ich jetzt von da? Ach, guck an, nein, das ist der Reaktor. Das ist unser Reaktor, den wir gestartet haben. Mega episch, oder? Hammergeil, alles klar. Gut, dann lass uns wieder zum Aufzug zurückgehen. Wir haben oben noch nicht alles entdeckt. Ah, der Aufzug ist ja zum Glück da. Das ist so geil. Das ist so einfach nur so geil. Hier oben ist aber auch Ende. Ich weiß nicht, wie weit wir das noch treiben können. Also das haben alles die Jungs gebaut. Ich habe ja nur im Erdgeschoss ein paar Korridore aufgemacht. Und dann habe ich einen Bauherrn ernannt. Was ist das hier? Kontrollpunkt. Ach was. Nope. Ich bin völlig geflasht und fast schon ein bisschen... kurz vom Weinen, ja? Das schaut ja mega geil aus. Ah, da haben sich die Jungs aber echt übertroffen, finde ich. Wirklich gut gemacht. So, weiter gucken. Was ist hier noch? Das ist ein Duellraum, okay. Auch da fast fertig. Auch hier fehlt noch ein Former. Okay. Haben wir jetzt eigentlich Baracken mittlerweile? Das ist dieses Teil. Holen wir mal wieder runter, sonst schaut das doof aus. Ach, cool. Baracken haben wir noch keine, meine ich, ne? Ah, das ist hier auch wieder eine Kreuzverbindung. Und da auch da fehlt ein Former. Ah, Mann, das ist doof. Da haben wir nichts von. Okay. Jetzt warte mal ganz kurz. Wir können doch in... Ah, die Kreuzverbindung ist ja noch nicht fertig. Okay. Jetzt gucke ich mal gerade runter. Weil wir haben ja noch ein paar Leute, die wir einladen wollten, die aber einfach noch nicht ready waren.
mich da was angeknurrt gerade? Komisch. Was war das jetzt hier? Das sammelt Ressourcen und hier haben wir noch nichts, glaube ich. Knoten verfügbar. Nicht genug Platz für eine Baracke. Biolabor. Benötigt Orakel. Chemie. Alles benötigt hier ein Orakel. Sackgasse, Energielabor. Wo ist das Orakel? Da ist das Orakel. Es würde, ist auch eine Sackgasse im Übrigen. Auch da ein Former benötigt. Und das kostet auch Energie. Tenno-Labor. Erforschung von Warframes. Okay. Eine Winkelverbindung. Tenno-Labor. T-Verbindung. Geil. Ah, so kannst du so viel bauen. Da muss ich mich mit den Jungs mal bequatschen, was wir da machen wollen. So. Okay, jetzt gehen wir mal wieder ganz kurz zurück to the roots quasi. Nee, falsche Roots. Dahin. Was können wir jetzt hier machen? Was? Teilnehmende Mitglieder. Ach, das ist auch fertig hier. Hol dich den Baum. Der Schnellteleporter. Bau finanzieren. Okay. Keine Ahnung, was das für ein Gerät ist. Aber ich vermute mal, dass wir dem Winkel hier folgen müssen. Und der leitet uns jetzt hier irgendwie nach oben. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Da ist irgendwas. Hier können wir nichts machen weiter. Und hier können wir auch... Ach, das ist der andere Teleporter, okay. Ja, dann können wir, glaube ich, nicht hier aufsteigen, richtig? Ich glaube. So. Oder? Persönlich, Raum. Nee, da kommen wir nicht hin. Clanverwaltung müsste es doch eigentlich sein. NDT. Ach, Nachricht des Tages. Ja, okay. Allianz erstellen. Nein. Und was? Wie, nächster Rang 0. Okay, kann ich den hier aktivieren? Das schon mal unsere bisherigen Teilnehmer schauen alle mega gut aus, finde ich. Was du hier alles machen kannst, das ist so irrsinnig. Schaut euch das mal die Forschungen allein an. Ich hätte jetzt eigentlich gehofft, dass wir hier aufsteigen können. Aber das muss ja hier auch irgendwo gehen. Aber vielleicht fehlt uns ja was anderes. Entfernt die Ängste sicher in deinem Warframe. Waffen, okay. Ach, da können wir Sachen verkaufen, wie das Ding zum Beispiel. Ah, okay. Nee. Was ist das hier? Nichts, okay. Dekorationen. Der Aufstiegsaltar, ein Ort, an dem die Treue zum Clan geschworen wird und der auf diese... Okay, auch das Ding müssten wir mal bauen.
Okay, also es geht wirklich um dieses Teil. Hubala. Dann lass uns mal kurz teleporten, wenn wir eh schon mal hier sind. Das war doch dieses Ding hier, ne? Das geht hier wirklich um dieses Ding. So, geht das jetzt so? Ich dachte, das könnte man jetzt hier machen, aber es scheint wohl hier dieses Teil noch nicht fertig zu sein aus irgendeinem Grund, weil es auch noch so gelb ist. Ah, okay, verstehe. Auch hier fehlt so ein Former. Mehr können wir auch nicht beitragen. Dieser Aufstiegsaltar. Das ist es. Okay, also ihr habt jetzt erstmal einen Eindruck von unserem Clan bekommen, der hier sich ja immer weiter formt und immer weiter zusammenbaut. Ja, jetzt werden wir schauen, dass ich... Also ich werde jetzt in den nächsten Folgen gucken, dass ich hier so ein Forma bekomme, wo auch immer ich den herbekomme. Ich habe keinen Dunst. Und dass ich diesen Forma dann eben hier beitragen kann, damit wir aufsteigen können, weil momentan ist die Mitgliederzahl so ziemlich erschöpft eigentlich. Und das ist eine saublöde Geschichte. Und eine Sache wollte ich jetzt nochmal ganz kurz machen, weil ich weiß nämlich Folgendes. Wir haben hier ein kleines logistisches Problemchen. Ich werde jetzt mal ganz kurz noch eine Sache hier anstoßen. Und zwar, weil ich es eben weiß, dass wir das dringend brauchen. Zur Not auch gerne irgendein gerader Flur, aber ich suche jetzt mal, hier ist eine Schattenbaracke, hat auch nicht genügend Platz, das ist ganz doof. Dann lass uns mal hier einen geraden Flur, nein, eine, ich hätte gerne eine T-Kreuzung hier drinnen. Oder eine Winkelverbindung ist auch nicht schlecht, aber verlängerter gerader Flur wird uns auch nicht weiterbringen. So würde ich das gerne hier machen. Und hier die Baracken reinbauen. So, jetzt wird es geladen nochmal, weil das muss jetzt an alle gleich verteilt werden. Das heißt, jeder, der jetzt hier wäre, würde diesen Ladescreen sehen. So, und dann haben wir hier diese gerade Verbindung. Das ist okay soweit. Ja, wie gesagt, in dieser Episode geht es jetzt eigentlich nur darum, dass wir... hier eben weiterkommen. Uns fehlt jetzt momentan noch sehr, sehr viel Material, Bergungsgut und so Zeugs. Das finden wir alles noch raus, aber ihr wisst ja jetzt, wo die Reise hingeht. Und das schaffen wir. Früher oder später. Ich finde es ja schon mal geil, dass die Community hier so mega unterwegs ist. Und dass die da auch wirklich so hardcore hier dran wurschteln und arbeiten. Und das hat ja richtig Kohle gekostet. Das ist ja ein richtig Mega-Bauprojekt, was wir hier vorantreiben. Und deswegen, wie gesagt, Dankeschön an alle, die sich bisher beteiligt haben. Wenn ihr noch nicht im Clan seid oder selber noch in einem eigenen Clan unterwegs seid, ist das nicht schlimm. Ihr könnt jederzeit mich als Freund hinzufügen und dann seht ihr mich ja auch. Und einfach in-game nach ZwergTube suchen. Es gibt da auch tatsächlich nur einen, glaube ich. Hoffe ich. Gut, alles klar. Dann sehen wir uns spätestens in der nächsten Folge wieder. Das, wie gesagt, nur eine kurze Infofolge, damit ihr mal ein bisschen einen Eindruck von unserem Clan bekommen habt, der sich gerade erst aufbaut und der auch gerade noch eben wirklich eine sehr, sehr geringe Mitgliederzahl hat. Wenn das später mal richtig heftig wird, dann könnten wir halt auch einen mega großen Clan auch aufbauen. Je mehr dabei sind, desto mehr hilft es uns. Das heißt, mein nächstes Bauprojekt wird auf jeden Fall dann eben der Rangaufstieg sein und dann auch noch die Baracken dazu, damit wir einfach mehr Platz haben für alle. Ne? Weil es sind momentan auch ein paar Leute, die noch auf Aufnahme warten und da müssen wir natürlich jetzt schauen, dass wir vorankommen. Das heißt, ich werde da ein bisschen noch weiter farmen. Bis dann, würde ich sagen, habt eine tolle Zeit, lasst euch verdammt nochmal richtig gut gehen und ich wünsche euch was. Euer Zwerg auf ZwergTube. Ciao.